Damit rufe ich auf Tagesordnungspunkt 13, ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dazu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD und einen Dringlichen Antrag der Freien Demokraten. Ich würde bitten um Berichterstattung durch den Kollegen Janke Pürsün. Ich fasse mal nicht an. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf die Beschlussempfehlung vortragen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-2635 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, bei Stimmenthaltung SPD, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die Kollegin Claudia Ravensburg für die Fraktion der CDU. Vereinbarte, nein, nicht vereinbarte, sondern bei zweiten Lesungen. 5 Minuten. Kann man, muss man nicht. Ne? Danke. Ja, Sie kommt schon. Danke für die Vorschusslorbeeren, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Schülerinnen und Schüler der Gesundheitsfachberufe sollen ab 01.08.2020 an den Fachschulen in Hessen kein Schulgeld mehr zahlen. Schulgeldfreiheit, das ist das Ziel unseres Gesetzentwurfs. Und das wurde in der Anhörung von den Verbänden, den Schulen und den Schülerinnen und Schülern auch sehr begrüßt. Gleichwohl will ich an dieser Stelle auch sagen, dass unser Gesetz nicht der letzte Schritt in der geplanten umfassenden Modernisierung der Gesundheitsfachberufe ist. Zu denen gibt es nämlich bereits ein Eckpunktepapier aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Und da ist noch viel zu tun. Aber wir handeln jetzt schon im Vorgriff auf eine bundesgesetzliche Neuregelung, weil wir es für richtig halten, dass ab 01.08. die Schulgeldfreiheit in Hessen hergestellt wird. Im Einzelnen wollen wir damit 4 wichtige Ziele erreichen. Erstens natürlich die Schulgeldfreiheit, wie sie in anderen Ausbildungen bereits selbstverständlich ist. Zweitens die Gleichbehandlung aller Gesundheitsfachschulen, nämlich die privaten Fachschulen, die auf Schulgelderhebung bisher angewiesen sind, sollen gleichgestellt werden mit den Schulen, die an Krankenhäusern angesiedelt sind. Denn die werden bereits vom Krankenhausfinanzierungsgesetz finanziert. Und das führt zu einer Ungleichbehandlung. Und drittens die Vermeidung von Nachteilen hessischer grenznaher Schulen, wo der Verlust von Schülern in Nachbarbundesländern droht, wenn wir nicht ebenfalls wie Sie im Vorgriff die Schulgelder abschaffen. Und viertens, aber auch nicht zuletzt, wollen wir natürlich die Versorgungssicherheit für die Patientinnen und Patienten in Hessen sicherstellen, indem wir die Ausbildung für diese wichtigen Berufe attraktiver machen und so den Nachwuchs sichern. Den Antrag der SPD, rückwirkend zu handeln, lehnen wir allerdings ab, denn er ist der Versuch, uns noch auf der Zielgeraden zu überholen, doch ohne Benzin im Tank. Schließlich müssen Worten auch Taten folgen, und das heißt, ohne Finanzierung sind solche Forderungen nur heißer Wind. An dieser Stelle will ich auch nicht versäumen, die besondere Betroffenheit der Therapeutinnen und Therapeuten in der Corona-Krise zu erwähnen, deren Existenzen durch ausbleibende Patienten in den letzten Wochen bedroht worden ist. Und deshalb begrüßen wir, dass die Aufnahme der Therapeuten in den Schutzschirm gelungen ist, der am Dienstag in Kraft getreten ist. Das war richtig und das war notwendig. Zudem möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass Ende dieses Jahres das auslaufende öffentliche Gesundheitsdienst in unserem Gesetzentwurf verlängert werden soll. Das Gesetz regelt nämlich den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Städten und in unseren Landkreisen. Und gerade dieser spielt jetzt in der Pandemiekrise
eine ganz zentrale, unverzichtbare Rolle. Eine Evaluierung jetzt in dieser Phase, die Befragung der Gesundheitsämter, wäre deshalb völlig unangemessen, im Gegensatz oder im Gegenteil. Die Erfahrungen, die jetzt dort gewonnen werden, da halten wir es für unbedingt wichtig, dass wir diese Erfahrungen zu gegebener Zeit erheben sollten und dann schauen, wo Regelungsbedarf ist für eine Gesetzesnovelle hier sein sollte und damit wir den auch berücksichtigen können. Und an dieser Stelle möchte ich dann für meine Fraktion und sicherlich wahrscheinlich auch für das ganze Haus ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes hier in Hessen Danke sagen. Das, was Sie seit Wochen in einem unglaublichen Engagement Außergewöhnliches leisten, das kann man nicht genug erwähnen. Den Antrag, den die FDP noch vorgelegt hat, den halten wir für obsolet. Denn der hessische Gesundheitsminister Klose hat gestern in der Regierungserklärung bereits deutlich betont, dass er bereits handelt, dass wir die Gesundheitsämter unterstützen wollen. Und deshalb verstehen wir diesen Antrag, Herr Börsin, natürlich auch gern als Zustimmung zu unserer Absicht, die Erfahrungen von Corona in eine Novellierung unseres Gesetzes bei der Novellierung nächsten Jahr dann einfließen zu lassen. Und deshalb danken wir Ihnen bereits jetzt dafür und bitten um Zustimmung für unseren Gesetzentwurf. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Böhm. Da wir heute schon, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, da wir heute schon dauernd beim Dankesagen sind, möchte ich auch gerne der Kollegin Danke sagen, die dauernd unser Pult hier desinfiziert. Ich denke, das ist eine sehr nette Geste für uns. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie sagte ein Schüler in der Anhörung, ein Schüler der Physiotherapieausbildung bei der Anhörung im März, ich bezahle, um Menschen zu helfen. Das bringt es auf den Punkt. Die Schüler und Schülerinnen haben uns deutlich aufgerechnet, wie das ist, wenn man als Schüler 450 € pro Monat zahlen muss, um eine Ausbildung zu machen und wie man davon leben soll. Das steht wirklich in den Sternen. Da braucht man Sponsoren, Eltern, Großeltern. Ein Kredit kommt nicht in Frage, weil hinterher man ja nicht viel verdient und nie den Kredit, die Kreditraten und die Zinsen abzahlen könnte. Dabei sind das ja alles systemrelevante Berufe, und das ist wirklich tragisch, dass die ganze Zeit die zum großen Teil oder zu einem wirklich großen Teil Schulgeld zahlen müsste. Wir haben die Physiotherapeuten, das sind Menschen, Berufe, die verhindern oft Operationen, lindern Schmerz, machen Menschen in der Lage, ihrem täglichen Leben nachzugehen. Logopädie hilft. Die Ergotherapeuten, die Podologen sind ungeheuer wichtig für die Diabetikerin, medizinische Masseurinnen und Diätassistentin, Orthopädistin, pharmazeutisch-technische Assistentin. Das sind alles total wichtige Berufe, alle schlecht bezahlt, und alle haben zu wenig Auszubildende. Und in den Ausbildungen, eben wie gesagt, müssen sie auch noch ihr Schulgeld zahlen müssen. Gut, dass es jetzt ab Sommer geändert werden soll, dass das Schulgeld von Seiten des Landes übernommen werden soll. Eigentlich ist es nur logisch, weil würden diese Ausbildungen von Seiten des Landes in beruflichen Schulen stattfinden, hätten diese Schüler und Schülerinnen schon lange kein Geld mehr dazu zahlen müssen, und das Land hätte für die Ausbildung aufkommen müssen. Weil Bildung darf ja eigentlich nichts die Menschen kosten, die die Bildung in Anspruch nehmen. Wir erwarten, dass die Schulgeldfreiheit für alle gilt, die bereits die Ausbildung begonnen haben. Aber außer dem heftigen Nicken der Staatssekretärin gab es dazu keine klare Aussage. Da erwarten wir von Ihnen auch noch eine klare Ansage, meine Damen und Herren. Wir sehen aber es als notwendig an, dass den Schulen nicht nur die Beiträge
erstattet werden, die Sie jetzt als Schulkosten annehmen, sondern die für eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung erforderlichen Beiträge. Frau Dr. Sommer hat ja in den Anhörungen die Schulen gefragt, was die Ausbildung je Schüler und Schülerin kostet. Das reicht von 12.000 € bis 16.000 € pro Jahr. Wenn, wie im Haushaltsplan aufgeführt, wir 650 Schülerinnen hätten, wären das ungefähr 10 Millionen € pro Jahr. Das wäre jetzt nicht zu viel verlangt, meine Damen und Herren. Und da hätten Sie gerne unserem Antrag auf Übernahme der Schulgebühren und von Beitragen eines wirtschaftlichen Schulbetriebs unter Berücksichtigung aktueller Ausbildungsstandards zustimmen können. Aber die SPD hat Ihnen ja jetzt eine zweite Chance gegeben, nicht wieder eine halbe Sache zu machen. Ich beziehe mich auf meine gestrige Rede, die Sie über kurz oder lang korrigieren müssen. Und Frau, sie hat ja gerade schon gesagt, meine Vorrednerin, dass wir ja bei diesem Thema nicht am Ende sind und wir wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder hier stehen und darüber reden, dass das Geld absolut nicht ausreicht. Es handelt sich hier um anspruchsvolle Ausbildungen. Nicht so umsonst gehen einige Ausbildungen oder ein großer Teil der Ausbildung in Richtung eines Studiums oder es gibt bereits Studium an Hochschulen. Das wäre aber für das Land viel teurer. Und jetzt müssen aber die angehenden Berufsanfängerinnen nach der Ausbildung umfangreiche Fortbildungen auf ihre eigenen Kosten absolvieren, um den Erfordernissen der Krankenkassen nachzukommen. Sonst kann das gar nicht abgerechnet werden, ihre Leistungen. Und dazu kommt, dass sie schon wieder dafür sorgen, dass Lehrkräfte an diesen Schulen unter prekären Verhältnissen arbeiten. Sie können oft genug nur als Honorarkraft oder in Teilzeit beschäftigt werden, was sich aber natürlich auf Qualität und Kontinuität auswirkt. Und das ist wieder ein Beispiel, wie der Staat, wie das Land hier prekäre Beschäftigung meist von Frauen fördert. Da möchte ich am Equal Pay Day keine Krokodilstränen von Ihnen sehen. Meine Damen und Herren, Sie fördern so etwas. Und dazu kommt, dass diese Schulen, da sie privat sind, nicht von den Zuwendungen des Digitalpakts profitieren können. Sicher ist es natürlich wichtig, wesentlich wichtig, dass diese Schulen auch weiter existieren. Weil wenn sie jetzt zu wenig Geld kriegen, und das sind schon, bei den Logopäden sind schon 3 von 5 Schulen geschlossen worden, die vierte steht auf der Kippe. Bei den Podologen sieht es ganz, ganz duster aus. Und in vielen Fachbereichen gibt es überhaupt gar keine Schulen mehr in Hessen. Wenn die nicht genug Geld zur Verfügung haben, werden wir weniger Ausbildungskapazitäten haben. Und in diesen wesentlichen Berufen brauchen wir aber wesentlich mehr Ausbildungskapazitäten. Und da möchte ich auf die Forderung von Frau Masugger noch einmal in der Anhörung zurückkommen. Ein Monitoring der Gesundheitsfachberufe würde hier auch zu mehr Klarheit führen, sodass wir sehen, welcher Bedarf es eigentlich und wie viele Ausbildungsstätten wir eigentlich brauchen würden. Keine Schulen bedeutet keine Fachkräfte. Keine Fachkräfte bedeutet bei einer älter werdenden Gesellschaft keine Hilfen. Keine Hilfen bedeutet schwerere Erkrankungen und mehr Unterstützung anderer Art. Letztendlich wird das Ganze entweder tödlich oder teurer. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Die Vorsorge sieht anders aus. Wie es heißt, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht zu Ende. Sprechen wir uns im nächsten Jahr wieder. Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Sie wissen, ich bin sehr liberal bei Redezeiten. Allerdings ab 19 Uhr bin ich dann strenger. Und jetzt werde ich immer einschreiten, wenn es über die 5 Minuten geht. So, ich rufe auf den nächsten Redner. Das ist der Kollege Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Kollege Pürsün, Sie haben das Wort. Das werde ich schon brauchen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gut Ding will Weile haben. Es wird Zeit, dass nun auch Hessen die vom Bund geforderte Schulgeldfreiheit umsetzt. Entsprechend begrüßen wir den hier vorgelegten Gesetzentwurf. Zu dem Thema haben wir eine umfassende Anhörung durchgeführt. Und dabei wurde deutlich, die Schulgeldfreiheit ist überfällig und muss auch die Schüler einschließen, die ihre Ausbildung bereits begonnen haben.
Es wurde weiter deutlich, dass zu wenig junge Menschen sich für den Gesundheitsberuf entscheiden und es auch nicht ausreichend Lehrkräfte gibt. Insofern ist die Schulgeldfreiheit ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber sicherlich nicht der einzige und nicht der letzte. Die Schilderungen der jungen Menschen unter den Anzuhörenden waren eindrücklich. Sie befinden sich in angespannter finanzieller Lage und zahlen einen hohen Preis, um im Anschluss einen Beruf auszuüben, dem in der Regel zu wenig Wertschätzung entgegengebracht wird und der sich auch erst spät amortisiert. Die Schulen haben geschildert, welch strukturellen und auch finanziellen Schwierigkeiten sie ausgesetzt sind. Gerade zu Zeiten der Pandemie wird deutlich, an wie vielen Stellen im Gesundheitswesen und auch bei den Gesundheitsfachberufen noch Nachbesserungsbedarf in Hessen besteht. Auch dazu gehört unserer Ansicht neben niedrigschwelligen Eintrittsmöglichkeiten auch die Verschlankung und Vereinfachung der Abläufe und Prozesse, die in diesen Bereichen viele Ressourcen fressen, sowohl zeitlich als auch personell. Wir denken da beispielsweise an die Digitalisierung von Abläufen. Wenn alle Einrichtungen WLAN hätten, würde das sowohl die Verwaltung als auch die Lehre vereinfachen. Insgesamt fordern wir, dass die Gesundheitsfachberufe künftig mehr Anerkennung und Wertschätzung erfahren, dass mehr Anreize geschaffen werden, um sich für einen solchen Beruf zu entscheiden, und dass die Gelegenheit ergriffen wird, die Strukturen zu verschlanken, zu modernisieren und zu digitalisieren. Wir sollten dann auch die Gelegenheit ergreifen und den öffentlichen Gesundheitsdienst besser aufstellen. Der Gesundheitsdienst wurde seit Jahren vernachlässigt. Die Folgen sind ein enormer Personalmangel sowie die Unterfinanzierung der dritten Säule des Gesundheitswesens. Wir fordern die Sicherstellung personeller Verstärkung der Gesundheitsämter. Diese Versäumnisse rächen sich leider aktuell. Wir hatten mit unserer Anfrage letztes Jahr aufgedeckt, dass die Gesundheitsämter nicht gut aufgestellt sind, obwohl es auf sie gerade in Krisen ankommt. Viele Landkreise fühlen sich vernachlässigt und schlecht informiert. Hilfen kommen nicht an. Anfragen bleiben unbeantwortet. Empfehlungen sind vor Ort nicht umsetzbar. Besonders betroffenen Regionen Hessens wurde keine besondere Unterstützung gewährt. Leider konnten die – ja, es ist ein Skandal, Herr Bellino. Das ist ein Skandal, das ist auch in der CDU-Fraktion bekannt, Ihnen anscheinend nicht. Es ist ein Skandal in Teilen Hessens. Leider, Herr Bellino, Sie können da grinsen. Also, es kostet Menschenleben. Ja, ich überlasse Ihnen. Ja, ich kann es aber kommentieren, wenn ich hier spreche. Leider konnten die Gesundheitsämter so nicht alle Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen. Und das trotz großem und unermüdlichem Einsatz. Wir müssen in die Lage kommen, aber genau das sicherzustellen. Diese Leistungsfähigkeit ermöglicht es, mit milderen Mitteln durch die Pandemie zu kommen als ohne. Unsere Position wird übrigens heute auf dem Treffen der Länder und des Bundes bestätigt. Die Koalition hier scheint ja die ganze Corona-Pandemie nicht zu verstehen. Man hört es ja auch an den Zurufen von CDU und GRÜNEN. Aber ist halt so. Wir treiben sie voran. Wir fordern die zentrale Bereitstellung weiterer Ressourcen des Landes für die Entlastung der Gesundheitsämter. Mithilfe digitaler Mittel wie sinnvollen Apps kann ein lückenloses Nachverfolgen der Infektionsketten unterstützt werden. Wir fordern die Unterstützung der Gesundheitsämter, damit diese ihre regulären Angebote wie beispielsweise die Sprechstunden wieder aufnehmen können. Und wir fordern die Einrichtung eines runden Tisches zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Denn auch nach dieser Krise wird ein starker und effizienter öffentlicher Gesundheitsdienst essentiell sein. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn alle Betroffenen zusammenkommen und gemeinsam an einer Lösung hin zu einem stärkeren öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten. Das Land ist in der Verantwortung für den öffentlichen Gesundheitsdienst, und dieser muss sie gerecht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Büssi. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Abg. Dr. Sommer.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst will ich kurz auf den FDP-Antrag eingehen. Da geht es ja um den öffentlichen Gesundheitsdienst und dass der Verstärkung bedarf und unterstützt werden muss. Da stimmen wir zu. Allerdings finde ich, dieses Thema sollten wir noch einmal gesondert aufrufen. Da geht es nämlich um viel mehr als das, was Sie aufgelistet haben. Natürlich geht es auch um den Infektionsschutz, aber auch um Medizinalaufsicht, den Amts- und Vertrauensärztlichen Dienst sowie um Themen Demenz, Kindergesundheit, Jugendzahnpflege, Betreuung, schulärztlicher Dienst oder sozialpsychiatrische Dienste und vieles mehr. Und Minister Klose hat ja gestern in seiner Regierungserklärung schon gesagt, dass die Unterstützung der Gesundheitsämter bezogen auf Corona angekündigt wurde und kommen soll. Schade ist aber, dass es jetzt erst auffällt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst Stärkung durch die Landesregierung benötigt, meine Damen und Herren. Das brauchten Sie nämlich schon zuvor. Nun aber zur Situation der Heilmittelerbringer. Die ist derzeit schlecht. Hessen hat eine unterdurchschnittliche Versorgungsquote. Und das, obwohl Heilmittelerbringer wichtig sind. Wir haben viele ältere Menschen, viele Menschen, die Probleme haben, die Therapeuten brauchen. Aber die fehlen nun einmal. Hier ist es wie bei der Pflege. Der Beruf muss attraktiver werden, die Ausbildung auch. Und ich möchte noch einmal festhalten, dass die SPD immer wieder deutlich gemacht hat, dass wir hier endlich handeln und entgegensteuern müssen, meine Damen und Herren. Bisher kostet die Ausbildung in Hessen. Das soll sich jetzt endlich ändern. Das ist auch gut so, damit die jungen Leute nicht mehr mit immensen Schulden in das Berufsleben starten müssen. Das haben wir von den Auszubildenden in der Anhörung ausdrücklich von Ihnen selbst gehört. Die Anhörung hat zumindest bewirkt, dass wir in Hessen jetzt auch endlich ein Monitoring näher rücken. Dies soll dann die Ausbildungszahlen aufzeigen, um die Versorgungsplanung besser ermitteln zu können. Das ist auch gut so. Es gibt mittlerweile aber auch schon eine GmbH, die die Therapeuten am Limit, die Ihnen ja bekannt sind, gegründet haben. Das Monitoring läuft bereits schon. Vielleicht könnten Sie sich das einfach einmal anschauen. Und Herr Minister Klose, trotzdem sind noch Fragen offen. Wie viele Auszubildende können von Ihrem Vorschlag profitieren? In der ersten Lesung habe ich bereits vorgerechnet, dass der finanzielle Rahmen im Vollaufwuchs und gleichmäßiger Verteilung bedeutet, dass an jeder Schule zwischen 10 und 14 Schülerinnen oder Schüler pro Ausbildungsjahr schulgeldfrei ausgebildet werden können. Das reicht nicht, und das ist nicht sozial gerecht, meine Damen und Herren. In der Anhörung habe ich die Schulen gefragt, was sie benötigen, welcher Finanzbedarf gebraucht wird. Deswegen fragen wir Sie noch einmal, wie auskömmlich ist das, was Sie als Schulgeldfreiheit proklamieren, und welche konkreten Inhalte sind in der Rechtsverordnung angedacht, und wie binden Sie die Heilmittel, die Praktika ein, die daran teilhaben möchten? Diese Fragen und Hinweise gilt es zu berücksichtigen, damit in Hessen ein zentraler Nachteil der Ausbildung der Heilmittelerbringer endlich korrigiert wird, meine Damen und Herren. Und weil das alles nicht klar und deutlich in dem Gesetzentwurf reinformuliert worden ist, fordern wir mit unserem Änderungsantrag die Übernahme von Schulgebühren in Höhe der erforderlichen Ausgaben, also entsprechend des Bedarfs der Schulen, rückwirkend ab dem 1. August 2019, und zwar für alle Auszubildenden, die jetzt auch schon in Ausbildung sind. Und wir bitten da um Ihre Zustimmung, damit alle Auszubildenden davon auch profitieren können, meine Damen und Herren. Und die Frau Ravensburg hat gerade gesagt, ohne Finanzierung ist das ein heißer Ritt. Aber selbst Ihre Finanzierung reicht ja nicht aus. Deswegen finde ich dieses Argument echt spannend. Die Schulgeldfreiheit, da sind wir uns einig, ist nur ein erster Schritt. Die Anhörung hat gezeigt, dass neben der Schulgeldfreiheit eine Ausbildungsoffensive benötigt wird, dass wir auch debattieren müssen um die Anhebung von Kassensätzen und Behandlungszeiten. Die Praktiker haben angeführt, dass viele nach 4 Jahren schon aus dem Beruf herausgehen, sich neu orientieren müssen. Wichtig ist, dass wir diese Situation jetzt genau verfolgen, darauf hinwirken, die Versorgung der Patienten auch in ländlichen und gerade in ländlichen Regionen sicherzustellen und nicht zu gefährden. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, wir haben nicht das letzte Mal über das Wohl und Wehe der Heilmittelerbringer und auch der Patientinnen und Patienten hier gesprochen. Die Schulgeldfreiheit, meine Damen und Herren, ist nur ein Anfang.
aber ein wichtiger Schritt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir von CDU und GRÜNEN sind der Meinung, heute ist ein guter Tag für die Gesundheitspolitik in diesem Lande, weil wir schaffen ab dem 1. August 2020 die Schulgeldfreiheit in Hessen. Damit fördert die Landesregierung mit bis zu 5 Millionen € jährlich die Schulen für Gesundheitsfachberufe, damit diese kein Schulgeld mehr von den Auszubildenden verlangen können. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Maßnahme, um diese Berufe attraktiver zu machen. Die Kollegen haben es bereits gesagt, es betrifft die Berufe der Ergotherapie, Logopädie, der medizinisch-technischen und der pharmazeutisch-technischen Assistenz und Physiotherapie und Podologie. Und all diese Berufe, für all diese Auszubildenden gilt ab August, wer dort seine Ausbildung macht, muss keine Schulgebühren mehr zahlen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil man damit auch nicht mit Schulden belastet ist. Bis zu 16.000 haben wir ja ausgerechnet. Damals starten einige Auszubildenden mit den Schulden in den Beruf. Das alles ist nicht mehr notwendig mit diesem Gesetz. Ich finde, das ist ein guter Tag. Und ich denke mir auch gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sind diese Berufe immer wichtiger. Wir werden älter. Und dadurch haben auch diese Begleiterscheinungen des Bitte? Auch ich, auch der Herr Minister, auch in Offenbach wird man älter. Und dann gehen die, sehe ich jetzt fast respektlos gesagt, die Zipperlein los. Aber nein, auch man braucht die ganzen wichtigen Nebenleiden, die man jenseits des Krankenhauses kurieren muss. Ich war selbst mal Skifahrer und habe meinen Kreuzbandriss erlitten. Und ich kann Ihnen sagen, wie wichtig Physiotherapeuten sind, die Schmerzen nehmen, die einem vor allem wieder die Möglichkeit bieten, hier in diesem Hause als Mittelstürmer arbeiten zu können. Nur das war möglich mit der Hilfe von Physiotherapeuten. Und ich danke all denjenigen, die das ermöglicht haben, ja, in dieser Stunde mal. Und zum Thema Auskömmlichkeit. Ich meine, wir haben das oppositionelle Ritual, es ist zu spät und im Übrigen ist es zu wenig. Dieses Ritual wird auch hier wieder erfolgt. Bitte? Ach, zu langsam könnte auch noch. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Man muss ja auch mal variieren in der Opposition. Ich finde, es muss ja auch noch Unterschiede geben zwischen FDP und SPD. Sie machen zu langsam oder er sagt zu spät. So, wenn das die sozialliberale Achse, dann steht die hier im Haus. Aber Fakt ist tatsächlich, dass wir lange gewartet haben, zu dem Thema zu lange, und das ist auch sehr ernst, dass wir sehr lange gewartet haben, dass die Bundesregierung dieses Thema, eine bundesweite Lösung einführt und sich auch an der Finanzierung beteiligt. Das ist einer der Gründe, warum wir sehr lange gewartet haben und bis wir uns entschieden haben, zu sagen, den Schritt gehen wir nur als Landespolitik selbst. Das bedeutet, das belastet unseren Haushalt. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht noch die Erwartung hegen, dass weitere Kosten vom Bund übernommen werden. Aber mir fällt gerade nicht ein, wer da im Bund regiert. Aber ich, so dunkle Erinnerungen weiß ich, dass auch die SPD daran beteiligt ist. Und wenn der Einfluss der hessischen Sozialdemokratie etwas gravierender wäre, würde es Ihnen vielleicht auch gelingen, dass die SPD in der Bundesregierung dieses wichtige Gesetz durchsetzen könnte, sodass es bundesweite Finanzierung gäbe. Haben Sie nicht geschafft? Sie bestätigen das, dass Sie es nicht geschafft haben. Ist nicht schlimm. Dafür gibt es ja das Land Hessen. CDU und Grüne haben ja so einen Gesetzentwurf vorgelegt. Gut, dass es uns gibt. Ja, so einfach kann es manchmal sein, Frau Kollegin von der SPD, so einfach kann es manchmal sein. Wenn der Bund versagt, macht es das Land. Und wenn es dann nicht passt, weil es nicht genug Geld gibt, dann ist es die Landesregierung, die schuld ist, aber niemals nie die Bundesregierung. Dieses Ritual kennen wir von Ihnen auch, dass Sie was auf Bundesebene, auch Sie, Herr Thorsten Warnecke, die Bundesregierung was nicht durchgesetzt bekommen. Doch, das bleibt jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Tagesordnungspunkte pro Woche gibt, dass Sie auf der Bundesregierung was nicht durchgesetzt bekommen und dann mit Krokodilstränen nach Wiesbaden laufen und sagen, machen Sie es doch jetzt endlich mal in Wiesbaden. Das funktioniert so nicht. Das wird für Sie keinen Erfolg bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine letzte Minute will ich damit nutzen, dass ich tatsächlich diesen vielen Menschen, diesen Berufen noch einmal danken will. Zum einen, und dass ich mir sicher bin, dass wir diesen Beruf attraktiver machen werden ab August. Und ich wäre froh, dieses Gesetz bekommt die große Zustimmung dieses Hauses, weil es wäre ein fantastisches Zeichen der Geschlossenheit, dass wir diese Berufe wertschätzen, dass wir uns alle darauf freuen, dass diese Ausbildung jetzt gratis wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Nächste Rednerin für die Fraktion der AfD ist die Kollegin Papst-Dippel, und ich darf darum bitten, dass ein bisschen ruhiger im
Plenarsaal wird Dankeschön. Und Frau Kollegin Tippel, Sie haben jetzt das Wort, Papst Tippel. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wort hat die Kollegin Papst Dippel. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorab möchte ich anmerken, dass ich die Aussage auf der Homepage der Dr. Rohrbach-Schule Kassel und der Bernd-Blindow-Schule Bad Soden-Allendorf sehr befremdlich finde. Dort wird angekündigt, ich zitiere, ab dem 1. August 2020 greift in Hessen die Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe. Die Physiotherapieausbildung ist daher ab dem Ausbildungsbeginn im Oktober 2020 an diesem Standort schulgeldfrei erlernbar. Nun denn, man weiß schon, was hier beschlossen wird. Das Problem des Fachkräftemangels und die Unterversorgung in den Heilberufen wurde hier im Plenum bereits ausführlich diskutiert. Die Lösung des Problems soll die Einführung der Schulgeldfreiheit für die Gesundheitsfachberufe sein, um finanzielle Hemmnisse zu beseitigen und die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen. Dieser Lösungsvorschlag zeigt einmal mehr, dass die Landesregierung in ihrer politischen Arbeit mehrere Jahre hinterherhängt. Interessenten z. B. für die Ausbildung zum Physiotherapeuten wissen, dass heute an staatlichen Schulen nicht nur keine Schulgebühren anfallen, sondern mit einer einzigen Ausnahme sogar eine Ausbildungsvergütung von bis zu 1.100 € gezahlt wird. Es ist also zweifelhaft, dass die Einführung der Schulgeldfreiheit allein im Vergleich zu einer Ausbildungsvergütung von mindestens 1.000 € zu einer Steigerung der Attraktivität privater Schulen führt. Nicht nur das. Die Ludwig-Fresenius-Schulen kritisieren in ihrer Stellungnahme den abgebildeten Kostenrahmen und merken an, dass die Schulen derzeit kein auskömmliches Schulgeld in den strukturschwachen Regionen verlangen können. Das ist gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Ludwig-Fresenius-Schulen mit Abstand die höchsten Schulgebühren verlangen, bemerkenswert. Im Fazit der Stellungnahme ist die Forderung zu finden, dass nicht nur die Schulgebühren übernommen werden sollen, sondern auch Beiträge zur Sicherung des Schulbetriebes. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass die Ludwig-Fresenius-Schulen ein Tochterunternehmen der Cognos AG sind, ein Unternehmen, das von 2009 bis 2018 seinen Umsatz von 93 Millionen € auf über 153 Millionen € mehr als verdoppelt hat und zu den größten privaten Bildungsunternehmen in Deutschland gehört. Aber wir reden ja über Gesundheitsfachberufe. Das sind Berufe, die von elementarer Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sind. Und diese Grundversorgung darf nicht von privaten Unternehmen abhängig sein. Die Hessische Landesregierung hat die Sicherstellung der Versorgung in großem Umfang privaten Unternehmen überlassen und damit einen Großteil der Verantwortung abgegeben. Bislang mag es einigermaßen funktioniert haben, aber durch die bereits stattgefundenen Änderungen wie die Zahlung von Ausbildungsvergütungen und ständig steigenden Kosten für Unternehmen sind die bisherigen Strukturen in Hessen nicht mehr zukunftsfähig. Die Übernahme der Schulgebühren und gegebenenfalls auch Beiträge zur Sicherung des Schulbetriebes können die immer größer werdende Problematik höchstens vorübergehend mildern, aber nicht lösen. Auf Bundesebene wird bereits über eine grundlegende Umstrukturierung der Ausbildung diskutiert und ist bereits jetzt absehbar, dass in naher Zukunft an allen staatlichen Schulen eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Spätestens dann wird der Fachkräftebedarf ohne ausreichende Ausbildungsplätze an staatlichen Schulen nicht mehr zu decken sein. Aus diesen Gründen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Zum Antrag der Freien Demokraten noch ein Wort. Diesem Antrag kann man insgesamt zustimmen. Zeigt er doch, dass man sich an die Situation der Gesundheitsämter als Basis des Gesundheitsdienstes erinnert. Eine von uns beantragte Anhörung wurde aber auch von Ihnen abgelehnt. Aus diesen Gründen lehnen wir, der steigende Bedarf an Fachkräften und die zu erwartenden Änderungen im Bereich der Ausbildung machen es erforderlich, die Plätze an bereits bestehenden staatlichen Schulen weiter auszubauen und darüber hinaus schnellstmöglich weitere staatliche Schulen mit hohem Ausbildungsniveau, soliden praktischen Ausbildungsinhalten und mit Ausbildungsvergütungen für die Schüler dieser wichtigen Berufsgruppen zu eröffnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Papst-Dippel. Es ist in der Tat sehr viel Gemurmel im Plenarsaal. Also, das ist schwierig für die Redner. Und wer sprechen möchte, außer dem Redner, möchte bitte das vor dem Plenarsaal tun, und zwar im gehörigen Abstand, wenn ich darum bitten darf. So, nächster Redner für die Landesregierung ist Herr Staatsminister Klose. Okay. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, Entschuldigung. Ich glaube, zu dieser Debatte passt sehr schön die Überschrift versprochen gehalten. Im Koalitionsvertrag haben wir die Einführung der Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen vereinbart. Und mit diesem Gesetz setzen wir sie in einem ersten Schritt um. Eine Verordnung wird sehr bald folgen. Wir wollen, dass die Gesundheitsberufe so attraktiv werden, dass die ausreichende und flächendeckende Versorgung in ganz Hessen sichergestellt werden kann. Und wir beseitigen damit auch die Ungerechtigkeit, dass Studierende, wie ich finde, völlig zu Recht, kostenfrei studieren können, Auszubildende in den Gesundheitsfachberufen aber je nach Träger der jeweiligen Schule noch Geld mitbringen müssen, um später kranken Menschen helfen zu können. Die Ausbildungsfinanzierung der Gesundheitsfachberufe ist in Hessen bisher sehr unterschiedlich, und das führt zu Wettbewerbsnachteilen unter den Schulen. Denn die privaten Schulen müssen ihre Kosten über Schulgelder ausgleichen, während die mit einem Krankenhaus verbundenen öffentlichen Ausbildungsstätten ihre entsprechenden Kosten über das Krankenhausfinanzierungsgesetz refinanzieren können. Die bisherige Schulgeldpflicht trägt dazu bei, dass es immer weniger Schülerinnen und Schüler gibt, die bereit oder in der Lage sind, zu zahlen, um einen Gesundheitsfachberuf zu erlernen. Das wiederum führt dazu, dass sich die Unterversorgung mit qualifiziertem Fachpersonal zuspitzt. Es steigt aber auch die Gefahr, dass die betroffenen Schulen insolvent werden. Zu viele hessische Schülerinnen und Schüler wandern bereits in Nachbarbundesländer ab, die die Schulgeldfreiheit bereits eingeführt haben. Und deshalb übernehmen wir als Land jetzt die Schulgelder für diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren Träger sich das Geld nicht anderswo wieder zurückholen können. Wir schließen also die Lücke, die auch vom Bund und den übrigen Kostenträgern geschlossen werden müsste. Das hat auch die überwiegende Mehrheit der Angehörten sehr positiv bewertet. Und deshalb bleibe ich auch jetzt dabei, und ich weise mich da auch mit den Kolleginnen und Kollegen Gesundheitsministern der Länder quer durch alle politischen Farben einig. Auch heute appelliere ich noch einmal an die Bundesregierung, ihrer Mitverantwortung gerecht zu werden und sich, wie es im gemeinsamen Bund-Länder-Papier zur Reform der Gesundheitsfachberufe auch beschrieben ist, an diesen Kosten zu beteiligen oder das Krankenhausfinanzierungsgesetz entsprechend zu ändern. Bisher ist es so, dass der Bund sich leider weiter aus seiner Verantwortung stiehlt. Meine Damen und Herren, die dazugehörige Schulgeldfreiheitsverordnung, die wir mit diesem Gesetz ermöglichen, ist bereits in der Entstehung. Unser Ziel ist, dass auch die Schülerinnen und Schüler, die sich bereits in der Ausbildung befinden, von der Schulgeldfreiheit profitieren. Und der Änderungsantrag der Regierungsfraktionen heute soll zusätzlich das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, das Ende dieses Jahres ausläuft, um ein Jahr verlängern. Das ist in der Situation, in der wir uns befinden, äußerst sinnvoll, damit wir die Erfahrungen, die wir gerade aktuell in dieser Krise während der aktuellen Pandemie machen, auch einfließen lassen können. Und das ist auch die richtige Reihenfolge, denn im Moment, indem wir alles dafür tun, unsere Gesundheitsämter vor Ort zu unterstützen, das werden wir Ihnen auch gerne bestätigen, da bin ich ganz sicher, laden wir Ihnen sicherlich nicht noch zusätzliche Aufgaben auf. Das wäre der völlig falsche Moment. Ich habe gestern bereits angekündigt, dass wir über die Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach Bewältigung der akuten Krise selbstverständlich miteinander reden müssen. Das werden wir tun, das werden wir auch sehr grundlegend tun müssen, aber eben dann. Und da muss ich nun auch sagen, Herr Pürsün, als Partei, die überall den schlanken Staat fordert, aber jetzt an dieser Stelle
an dieser Stelle dann so zu tun, als würden Sie in die Bresche springen für die überlasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Das ist in einem Maß unglaubwürdig, dass es keiner weiteren Worte bedarf. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Moment, das ist welcher Tagesordnungspunkt? Entschuldigung, am Ende der zweiten Lesung angelangt. Der Gesetzentwurf und der Änderungsantrag der SPD kommen nachher in die Abstimmung, ins Abstimmungsverfahren. Wir haben einen dringlichen Antrag vorliegen der Fraktion der Freien Demokraten 20/2691. Der geht in den SIA. Ja, alle einverstanden? Dann machen wir das so.